Lektoren, ja, ja. Das sind der erste ist weg. Gut, dann kann jetzt noch die zwei dran. Voll erwischt und trotzdem keinen Schaden gemacht. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Schon wieder ein neues Level. Das geht ja echt schnell. Ja, aber den Film, den kann ich jetzt auch nicht beenden. Kann nur die ganze Erzählerei ein bisschen beschleunigen. Blöd, aber naja, ist halt jetzt mal so. Na, jetzt wieder Wiedersehen mit Benedikt. Ja. Wiedersehen. Alle sind happy. Und dann wird jetzt mal das Gerede abgekürzt. Ich habe dir gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Wie machst du das? Der Tod ist nicht das Ende. Eine und doch. Was ist das? Deine und wo sind das sind die. Es klingt so. Wir sind jetzt. Ich kann dir die. So, jetzt werde ich die Toten sehen können. Das, was mich lehrt, Löcher zu knacken und weiterzukommen im Allgemeinen. So, Fähigkeit bekommen. Nein, F6, da sind sie. Dann kürzen wir auch das mal ab, wenn denn dann der Text kommt. Falsche Taste. Gut. Gelb, rot, blau, blau. Ist ja jetzt nicht sonderlich schwer. Gut, Erfahrung plus 15. Dann eine einfache Truhe. Rot. Rot. Gelb, grün. Auch recht schnell gelöst. Und dann haben wir das mal so im Allgemeinen einfach abgeschlossen. Dann ist das jetzt okay. Dann können wir in das Haus einbrechen. Wir können nach oben laufen. Mit den Leitern entsprechend. Und dann können wir auch aufs Dach den Brief überbringen. Jemand ist hier gerade rausgerannt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Schon klar, er ist in die Hintergassen. Das habe ich mit, weiß ich schon. So, da. Leitern. Und da wird dann auch irgendwo der Zugang ins Haus sein. Unten drin, nehme ich mal an. Gelb. Grün. Rot. Rot. So. Der Schloss auch geknackt. Und wir sind drin. Mit 15 Erfahrungen. Jetzt, wenn keiner da ist, können wir auch noch ein bisschen stehlen. So, jetzt würde ich doch gerne mal den Eingang in die Katakomben sehen. Und Lektor, verzieh dich. 80 Erfahrung, nicht schlecht. Okay. Eine Truhe mit zwei Schlössern. Blau, blau, gelb, gelb, grün, rot. Blau, blau, gelb, gelb, grün, rot. War ja jetzt auch nicht so kompliziert. Okay, ich würde mir immer noch wünschen, den Zugang zu den Katakomben finden zu können, aber lustigerweise gibt es den hier gar nicht. So, da geht's raus. Wo
Ist der Ruf erst ruiniert? Mal ganz grob ausgedrückt. Achso, da geht's ja dann ins Nachbarland rein. Den Turm würde ich trotzdem nochmal nach oben gehen. Wenn es denn dann möglich ist. Sekunde. Ja, hier ist auch noch ein Raum. Aber hier ist genauso noch eine Treppe. Eine nach oben, eine. Ach, das ist dieselbe. Okay. Haben wir da noch Äpfel haben wir hier. Und sonst nicht mehr viel. Dann geht es jetzt wieder weiter hoch. Und auch hier finden wir Münzen. Hier müsste doch irgendwo ein Fenster oder sowas sein, wo ich raus kann. Oder eine Tür. Da ist eine Tür. Damit lande ich wohl auf dem Dach. Ja, aber es müsste theoretisch, müsste es das Seitendach sein. Also das seitliche auf dem, nicht in dem Gebäude, wo ich hin muss. Ja. Nein. Doch. Doch. Ach so. Und die Leiter ist unten. Damit hätte ich mir den ganzen Kram da erleichtert. Ups. Du bist also die Person, die sie... Hast du das, worauf... Ich soll dir diesen Brief... Gut. Nun nimm den folgenden Brief und bringe ihn... Da komme ich in die Katakomben. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich da rauskomme. Es muss ja eine... Was? Hier war ich noch gar nicht. Eine Sekunde. Da ist eine Truhe. Die kann man ja auch nochmal knacken. Rot, rot, grün, rot. Der Witz ist ja noch, ich gehe im circa... Nee, ich gehe im... zweiten Stock gehe ich in eine Tür rein und komme praktisch im Keller wieder raus. Da hatte ich mich, glaube ich, schon mal darüber gewundert, dass das möglich ist. Aber hey, was soll's. So, was ich jetzt noch machen wollte, war, diese Leiter nach oben zu gehen. Um da mal nachzusehen, was da oben noch ist. Nicht, dass ich da irgendwas verpasse. Ach, das ist ein Nest von denen. Da würde ich vorher aber noch, nochmal in meinen Charakterbogen reingucken, um meine Stärke aufzurüsten. So, Mauergreifer, kommt her. Schade, ging nicht ganz so schnell wie gedacht. Muss man echt schnell drücken, um keine Kombi hinzubekommen. Echt erstaunlich, dass das hier, dass man früher immer so schnell gedrückt hat und also ich habe am Anfang nie eine Kombi hingekriegt, weil ich einfach viel zu schnell im Drücken war. Jetzt komme ich kaum noch ohne Kombi aus. Das ist echt erstaunlich. Okay, noch der letzte von denen. Und dann habe ich es geschafft. Ja, also. Was ist hier eigentlich? Leder. Ach so. Leder im Allgemeinen. Gar nicht unbedingt das Fell von... den Tieren speziell. Voll daneben gehauen, aber kaputt gegangen ist trotzdem. Nun gut, dann geht's jetzt wieder durch die Katakomben
weil ich den Weg ja noch nicht kenne und ich gerne wüsste, wo ich da bin, welche Eckeneingang ich dann übersehen habe. Das wüsste ich wirklich gern. Weil, na gut, man kann selbst, man lernt das immer dazu. Stimmt, der Gang. Aber warum hatte ich den jetzt noch nicht erforscht? Ah. Hier. Deswegen habe ich den nicht gefunden. So ein Müll. Ich wusste das doch, dass da noch ein... Ich habe den Gang doch gesehen hier. Ich hätte den Zugang erkennen müssen. Ne? So ein Mist. Bin ich jetzt eigentlich auf dem... Ich bin sogar schon auf dem richtigen Weg. Das ist der Oberhammer. Dass ich jetzt wirklich schon auf dem... Einfach auf dem richtigen Weg bin dahin. Gut. Da haben wir noch zwei Schöpfe. Da. Mit den Toten kann ich jetzt noch nicht reden. Ich kann ja nur mit Toten reden, die ich irgendwie kenne. Unter anderem Benedikt. Aber ja, das ist natürlich... Okay. Jetzt kann ich noch mal kurz mit dem... Hast du den... Ich bin unterwegs. Ja, den Brief habe ich doch abgegeben. Jetzt muss ich nur noch zum Chef bringen. Nur noch kurz zum Chef bringen. Dann haben wir das erledigt. Gut. Willkommen zurück bei den Schattenflügeln. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wegen meines Auftrags. Der Empfänger war erfreut, auch wenn du dir mit der Ablieferung des Briefs Zeit gelassen hast. Nun bist du einer von uns Schattenflügeln. Nimm dieses Abzeichen und trage es immer zu. Such dir ein Zimmer, in dem du dich ausruhen und erfrischen kannst. Du kannst immer wiederkommen, denn das ist jetzt dein neues Zuhause. Ich gebe dir auch zwei von unseren wertvollen Sturmtränken, falls du es mal eilig haben solltest. Du kannst jederzeit weitere Sturmtränke von mir erwerben. Grimm wird dir etwas über deinen nächsten Auftrag erzählen. Genau das wollte ich doch. So, jetzt haben sie gesagt, ich darf mich hier austoben, wenn ich will. Und, nö, nix drin, schade. Na gut. Dann würde ich mir ein Bett suchen, wie er mir das empfohlen hat. Um mich da auszuruhen. Interessanterweise gibt es hier auch nur zwei Eingänge in die Nebenzimmer. Und hier wird ja dann wohl irgendwo ein Bett sein. Da zum Beispiel. Und da noch. Gut. Schlafen wir bis zum Morgen, selbst wenn es 24 Stunden sind. Energie und Leben wiederhergestellt. Sehr gut. Dann geht's zu Grimm für den nächsten Auftrag, damit wir dann die Nummer 2 machen können. Vielleicht geht's ja jetzt schon in den inneren Bezirk. Das wäre natürlich... Naja, wir aber... Wir haben noch einen Auftrag für dich und der ist wichtig. Natürlich. Ich bin bereit. Bring diesen Brief runter zum Wassertor. Deine Kontaktperson versteckt sich dort. Irgendwo. Wassertor. Wo war denn das? Ich könnte ja mal... Eine Sekunde... Karte? Keine Karte verfügbar. Achso, ich muss ja erst raus auf den... Ich weiß nicht. Ach, Wassertor. Stimmt, da war, bin ich doch rausgekommen. Moment. Das Wassertor. Haus? Katakomben? Wassertor. Wusste ich's doch. Das Wassertor. Wollen wir doch mal sehen, ob wir den jetzt ganz schnell finden können.
Obwohl, im Wassertor könnte natürlich auch weitreichend gemeint